Zuschauer und Zuschauerinnen da draußen, herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal, der da schon auf der Suche nach neuen Abenteuern. Mein Name ist Justus König. Ihr könnt als Dana schon Starmterer oder Captain America oder Justus Starmterer. Und wir sind heute hier unter dieser alten Römerbrücke von Gerbrunn, wo der UPS ist. Nee, von Gieshügel. Von Würzburg. Genau. Die wurde im 17. Jahrhundert gebaut. Nach 3 Jahren nach Bauzeit, also nach der Eröffnung, wurde sie wieder zugemacht. Denn es ist ganz einfach. Es gab einen wichtigen Handelsweg von Wien nach Frankfurt über Würzburg und Nürnberg. Und da müssten sie über das sumpfige Hasbachtal gehen. Das war hier. Da hat man sich gedacht, machen wir es lieber einfacher, bauen wir eine Brücke. Aber leider hat die Tour erst wieder zurückgeholt, kann man so sagen. Also sumpfiges Gebiet. Das Fundament ist abgezogen und damit hat sich Risse in das Brücke gebildet. So wurde sie nach 3 Jahren der Erstehung, Fertigzeit, wieder gesperrt. Jetzt steht sie als Ruine da. Denkt mal, man kann diesen Dorfbogen durchlaufen, der andere ist komplett gesperrt und ein Teil zugewachsen. Das wurde hier doch gesichert mit einem Bauzaun und hier vom Finger. Ja, Netz. Und hier ist auch eine Informationstafel. Und das könnt ihr jetzt alles sehen auf meinem YouTube-Kanal. Video hier. Ja. Also, mein YouTube-Kanal. Jana Jones auf der Suche nach neuen Abenteuer. Einfach abonnieren, das ist der Avatar. Ihr könnt auch ruhig jetzt das Video teilen. Playlist habe ich aufgeräumt auf meine Videos, bestimmte Themen, die Videos. Und dann, Und dann habe ich so Instagram, wenn man lautet, Jana Jones Darmdörner. Und mein TikTok, wenn man lautet, Justus Darmdörner. Dann könnt ihr mir folgen und ich folge zurück. Und jetzt viel Spaß am Film Action. Let's Play Video. Jetzt habe ich es dir gerade anzurinken. So der Shit. Let's Play Video. Action. Laut Wikipedia, die Römerbrücke bei Gerbrunn ist eine einfältrige Bruchsteinbogenbrücke, die den Bach Haslach überspannt. Ah, die Römerbrücke. Und da waren wir zur Römerbrücke. Gerbrunn. Schön, oder? Alte historische Brücke. Handelswegbrücke. Ja, das war jetzt Sumpfgebiet. Römerbrücke von 1764 bis 1766 von Fürstbischof Adam Friedrich von Seinsheim zur Entschärfung der alten Geleitstraße Frankfurt-Nürnberg-Wien erbaut. 1769 wegen starken Risse für den Verkehr wieder gesperrt. Verloren Bedeutung, als der Verkehr ab. Ja, also das durch diesen Sumpfgebiet. Feuchtigkeit hat halt das Ding von unten abgezogen, hat sich halt dann Risse gebündelt, also ist abgesenkt. So. 1770 über Rottendorf liberiert geleitet wurde. Nördlich der Brücke lag früher der 42 Morgen große Wöllrieder See. Der Wöllrieder Hof wird bereits 12. Jahrhundert 45, also 1245, in einem prestlichen Schreiben als Leprosehaus erwähnt.
Also dieses Wellriedhof ist das hinten, das Guthof, also das Guthof da hinten. Also Wellried ist da, wo das Schrott abgebracht. Also dieses Schrott abgegeben wird in Rottendorf. Müll. Alte Matratze, alter Kühlschrank. Zum Beispiel. Ja. Und das ist halt die alte Römerbrücke. Ja, kann ich das auch noch. Das sieht ja nicht viel. Man kann nur durchlaufen. Und man sieht auch nicht viel. Früher war es halt als Sumpfgebiet, hat man halt sich Leute sich schwer getan. Da hat man es halt gebaut. Und nach 3 Jahren wurde es wieder zerstört. Ich wollte das Stückelicht mal nicht. Hat sie alles Natur geholt. Ja, Wasserbach. Das Heizkraftwerk. Und ein Lücker. Oh, es heißt einfach. Und da ist ein Zug. Die Bahn. Ja, und um dunkle Wolken, was haben wir noch zu sagen? Zumindest kann man ja schön laufen. Ja. Ja, gut. Ja, da ist halt der Graben. Das sind halt noch Steine. Da geht es nicht weiter, das ist alles schon Ende. Ja, Abwasseranlage betreten verboten, Elternhaften für ihre Kinder, Stadt Würzburg. Wow. Ja. Schöne Gegend. So. Da oben. Ach, genau. Da ist ja eben ein Fahrer wahrscheinlich. Was ist da schon in der Gegend? Egal. Ja, aufpassen, dass du deine Schuhe hast. Abwasseranlage. Ha.
Ah, volles Wasser. Quatsch. Da kann man nach Richtung Rottendorf laufen. So, jetzt laufen wir einfach runter. Und da sieht man noch hier was Besonderes. Mal gucken. Aber da sieht man die Mauer bloß. Gut. Die Römerbrücke. Gut, ärgert sich da weiter. Ärgert sich so weiter. Gattet. Da kommt ein Zug. Sieht man noch? Gut. Langer Güterzug, gut. Sieht man nicht so viel besonders hier. Zumindest eine schöne Gegend. Zu laufen ist ja schön hier. Gut beschildert. Man kommt hier nach Rasaka. 4,6 Kilometer kann ich Rasaka, also 4,6 Kilometer geht es nach Rasaka, Gebrunn 0,9 Kilometer, Hubland 1,5 Kilometer, Würzburg Hauptbahnhof 5,7 Kilometer, Dettelbach 14 Kilometer, Rottendorf 2,9, sorry. So, und dann geht es hier durch und da ist ein Bauzaun. Ah, nichts viel Besonderes hier. Ah, kommt ein Schnellzug. Ah. Da kommt noch einer. Ja, kann man gut Züge beobachten. Da sieht man, dass die alte Brücke ist. Alte Steine, da könnte man jetzt eigentlich hochlaufen, aber ich weiß nicht wie lange. Weil meine Schuhe werden langsam auch nass, das Fies ist nass. Feucht, aber ich glaube, da könnte auch nichts sein. Ein Slum Bratkunststück, glaube ich. Ja, das war ein Zaun. Hier. Gut. Man sieht ja, das ist auch nichts Besonderes hier drin. Gut. Nur dass es Ende ist und meine Füße nass werden immer. Gut.
Mal, mal gucken. Da sieht man nichts Besonderes hier. Gut. Und wie ihr hört und gesehen habt, fahren da immer Züge vorbei. Dauernd. Klar, Würzburg Hauptbahnhof ist da. So. Und denkst du dran, das ist alles nur ein Hobby, was ich Freizeit mache, damit ich verdiene jetzt auch kein Geld. Und egal, was Leute sagen, scheiß drauf. Wie Kuh auf der Weide, wie Ziegen auf dem Acker, wie Dackel auf dem Bürgersteig und so weiter. Das ist wirklich ein Bauzaun, dass da nichts passiert. Ja, wenn man zu nah da rankommt, können da vielleicht die Steine runterfallen und auf den Kopf fallen wahrscheinlich. Deswegen ist alles jetzt abgesichert hier. Sieht man ja auch hier, dass so kein nichts passiert. Alles schön richtig abgesichert. Was müssen sie hier tun? Und wieder ein Zug. Und da ist der UPS. Da steht der King Alex bei mir. Gebrunn. Die Römerbrücke. Die Römerbrücke. Cool. Da kommt 30 Kammerschild. Der UPS. Und das ist so ein zweiter Durchgang von der Rüberbrücke, die hat man vorher nicht gesehen. Ist auf der anderen Stelle wahrscheinlich zugewachsen. Kann ich mir so nur vorstellen. Ja. Ich glaube, wir stehen verboten. So. So, hallo. Ah, ist etwas. Ah, nichts Besonderes. Ist halt gefährlich, es kann da abstützen. Da sieht man es, auf der anderen Seite ist zugewachsen. Früher konnte man noch von der anderen Seite reinschauen, jetzt ist es zugewachsen. Ja, so schnell geht es. Fällt die Zeit. Gut. So, jetzt haben wir hier zurück. Von Gehweg aus. Die Uhr zeigt direkt 15.53 Uhr. Was ist das hier alles hier? Was das sein kann? Hier, hier. Alles diese Römerbrücke. So ist es einfach. Zur Handelsbrücke. Das ist für Vögel. Was zu essen. Das ist aber schön, die Brücke. Das ist nicht mehr so stabil, aber früher hat man es gebraucht. Hier ist alles sumpfig gewesen, im Moor. Und da ist jetzt Gemeinde Gebrunn.
Schau, schau. Was ist das? Ja, und so ein Wasserspender. Ja, da kommt ein Trinkgespender. Das ist Trinkwasser. Gemeindegebrunnen. Da sind wir. Da ist der Bach. So. Was ist das? Diese Äpfelbäumchen der Sorte Benediktin aus den Calvados wurde den Gebrunner Bürgern von Partnerschaftskomitee der Gemeinde Matheu Cambes in Blaine Gessorns Paris, sowas, Sur-le-Dan zur Unterzeichnung der Partnerschaftsurkunde geschenkt und unter großer Beteiligung der Freunde aus den Calvados von den Gebrunner Bürgern am 29. Oktober 2000 festlich gepflanzt. Ich geb Gebrunner. Gut. Daumen hoch für das Ding. Wenn es euch gefallen hat, sagt Dankeschön fürs Zuschauen und fürs Einschalten. Wie gesagt, ihr könnt meinen Kanal abonnieren, meinen YouTube-Kanal, dann schon auf der Suche nach neuen Abenteuern und die Glocke aktivieren und das Video teilen. Wenn es euch gefällt, macht bitte Like und lasst ein Abo da und aktiviert bitte die Glocke, damit ihr, dass ihr kein Video verpasst. Und ich habe eine Playlist, das aufkommt da. Mein YouTube-Kanal, dann schon auf der Suche nach neuen Abenteuern. Von mir, Justus König, für euch. Das ist meine Welt, meine Abenteuerwelt. Heute habe ich gearbeitet, bis 6 bis 14 Uhr. Heute früh war es ganz einfach. Um 3.40 Uhr bin ich aufgewacht, ich habe geträumt. Und während dem Traum habe ich eine Stimme gehört. Justus, wach auf. Bin aufgewacht, war hellwach. Ha! Gut. Und so war ich wach. Um 6 Uhr gearbeitet bis 14 Uhr. Und ja, ich war vorhin beim Bimmi, habe was abgeholt. Die Pedalen zum Treten, also was genutzt waren. Kupplung und Bremspedal, das Gummi und habe gefragt, die Tür rechts, der Griff, wo muss ich bei meiner Beifahrertür löst, gibt sogar einzeln, kostet bis jetzt noch 89 Euro, kann sich immer ändern, Vorräder sind vorhanden, das ist die Blende und der Griff selber, wo man auf und zu macht, also ich meine, wo man sich festhält und auf, der löst sich ein, gibt es einzeln zum Glück, nachgefragt. Aber erstmal ist wichtig, Winterreifen kaufen, Freitag geht es zum Reifenhändler, bestell Winterreifen, brauch neue, der Winter wird hart, lang, bestimmt. Hier fängt es gerade zu regnen an. Hier ist der Brücke, Film durch Eis mit dem Handy. Mehr kann ich auch nicht leisten. Ich habe mein Handy oder GoPro. GoPro ist zu Hause, Handy ist da, muss reichen. Hab kein Mikrofon, hab kein Geld. Das ganze Geld brauche ich jetzt für Winterreifen. Das sind teuer und nicht billig. Weil die Reifen ist das Wichtigste im Auto. Das ist der Kontakt zur Straße. Tut man da sparen,
spart man sein Leben. Nie vergessen, nie an Reifen sparen. Das ist euch gleich zur Strafe. Wenn ihr da spart, spart euer Leben. Also passiert Unfall. Für mich hat mein Fahrer damals erzählt, dass er bei einem Auto war und da kam so ein voll fett aufgemotzter Golf 2er GTI oder 3er GTI. Da kommt der raus, der Fahrer, und sagt: Ich möchte einen Satz Winterreifen oder Sommerreifen, aber billig bitte. Billigsten, was gibt's fürs Auto. Also da schlecht zu sparen. Wenn der Reifen ist der Kontakt zur Straße, ist der Reifen schlecht, kann dann schleudern, passiert Unfall, was hat der gespart, bitte schon? Ja. Ja, hier ist so ein bisschen Wetter, Regen, schönes Wetter, Dunkelheit. Ja. Ja, so ist es. Und das Ende Aufnahme. Und tschüss. Ja, ich sag, scheiße hier. Wind und Wetter. So ein Blatt. Und tschüss. So, jetzt sind wir in der Brücke. Ja, ich weiß, und tschüss gesagt, ja, da vorne kamen Leute und es regnet gerade, aber da vorne schaut echt aus, als bildet sich gerade ein Tornado. Sieht aus. Leute, müsst ihr mal auch hergucken. Bild ich mir das ein oder ist es echt? Bildet sich da gerade ein Tornado? Und da schaut es einfach nur so aus. Sieht echt komisch aus. So was habe ich noch nie gesehen. Was ist das? Nein, was? Das sieht halt echt komisch aus. Könnte denken. Keine Ahnung. Auf Instagram, Diana Jones Dame, könnt ihr schreiben, was das ist. Oder kommentieren. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß, alles, es regnet. Jetzt ist es gleich wieder weg. Und weg. Aufgelöst. Was war das? Und weg ist es. Gut. Gut. Ja, komisch, ne? Dass das für uns so macht, das fragen uns alle. Jetzt kann ich die Kamera wieder hinstellen. Nein, dann soll jetzt nicht mehr. So. Ja, Leute, was war das gerade? Es hat gerade ausschaut, wie ein kleiner Tornado bilden würde, keine Ahnung. Natur, pur einfach. Naturkunstwerk. Keine Ahnung. Der Flugzeug vor, ich weiß es nicht. Inflation, der Brücke. Ja, die anderen Torbogen, dann ist ja zugewachsen, das haben wir erzählt. Das einzige Bestand da. Und das war ja aus dem 17. Jahrhundert gebaut worden. Ja, wichtig, das war ein sehr wichtiges also Handelweg von Schweiz, Nürnberg,
Frankfurt, Würzburg. Und da muss man das, dieses Hasbachtal, wie es heißt, durch. Und das war damals Sumpf und da hat man die Brücke gebaut. Und 3 Jahre war sie geöffnet. Dann mussten sie schließen, weil da Risse gebildet haben. Durch diesen Sumpf, das Fundament, der Boden, das von da, das Fundament unten drunter ist, wo das Ding hält, das hat sich verschoben. Klar, wenn der Boden weich ist, verschiebt sich und dann bildet sich Risse. Aber zum Glück, wenn man hier unten noch ist, abgesichert, gucken wir hier um das Netz, da ist ein Bauzaun, andere ist gleich begehbar, also ist sicher jetzt, also man kann durchlaufen, es ist ein Radweg, Fußgängerweg nach Gerbrunn, nach Rottendorf und so weiter. Ja, so. Sorry, ich wollte schnell machen musste, davon kamen Leute und sowas, aber es regnet gerade. Ich hoffe, euch hat es wirklich das Video gefallen. Das mache ich alles nur von Herzen. Das ist ein Hobby, was ich Freizeit mache. Damit verdiene ich jetzt kein Geld, noch nicht. Aber es macht mir Spaß zu machen. Mir fällt immer was ein. Und wenn man auf YouTube groß sein möchte, muss man immer was bringen. Ein paar Videos machen in der Woche oder im Monat, ein paar Videos reicht nicht. Ihr müsst immer was bringen und was euch einfallen lassen. Ich weiß, was ich filme. Ich weiß es, es kommt mir von Herzen, es ist ein Hobby, es macht mir Spaß. Heute früher hat der Radio Gong gesagt, der eine Moderator heute um 5.30 Uhr rum hat er gesagt, von Radio Gong Würzburg Sender hat er gesagt, sein Vater hat gesagt, man soll das, sein Hobby zum Beruf machen, weil die gesagt haben, viele Deutsche, wenn das Geld hätten, nicht arbeiten gehen. Sein Vater hat gesagt, man soll ein Hobby zum Beruf machen, er hat gesagt, nur hätte sein Vater sagen müssen, dass man für sein Hobby um 3 Uhr aufstehen muss. Klar, sein Hobby, Radio machen, muss halt 3 Uhr aufstehen. Wir machen wahrscheinlich 5 Uhr schon Nachrichten. Also 5.30 Uhr höre ich die Nachrichten im Auto. Das ist ein sehr interessanter Radiogong. Gut. Und dann hat er gesagt, ja, vielleicht könnt ihr auch später machen, Hobby zum Beruf. Ich bin gerne vor der Kamera, hinter der Kamera und so weiter. Wir filmen alles heute mit dem Handy. Bauen jetzt alles mit dem Handy und mit der App Powerfeuchter. Wir lassen es auf YouTube hoch, solange es noch geht, dass ich es machen kann. Es wirklich ist es schlecht. Denken Sie dran, am Wochenende, Sonntag, ist wieder das runde große Ultra-Treffen in Marktbreit. Das ist zwischen Ochsenfurt und Gebrunn. Das ist zwischen Ochsenfurt und Kitzingen. Die haben Kirchweih und da ist bei Mercedes-Benz Ingelhaut und Ingelhardt. Es ist einfach Ultra-Treffen. Da ist schön mal. Ich gehe da hin. Da sind wir uns vielleicht dort. Und. Samstag Kumpel unterwegs, morgen noch arbeiten, vielleicht morgen nach David einkaufen gehen. Mal sehen, ich weiß, Winterheim bestellen muss ich dann. Winter kommt, ist ja teuer. Oi. Ja, was soll ich noch sagen? Also mit Freunden bin ich auch auf Suche, klappt nicht so richtig. Ich denke, ach, du machst doch YouTube, du kennst bestimmt viele Frauen, schau dich an. Sag ich, nee, ich weiß nicht warum, vielleicht machen wir so viele Videos und die sagen sich, nee, so einen brauchen wir nicht, das ist. Wir brauchen einen, der nur zu Hause ist. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Habe jetzt noch keinen gehabt. Ich weiß nur, dass es links und rechts mir jetzt ziemlich stark regnet. Da habe ich zum Glück das Auto dem geparkt. Ja, was soll ich noch sagen? Jo, ich wollte dich fragen. Ja. Klar, einfach. Ich treffe mich gerne von Leuten. Also, ihr könnt einfach mich abonnieren, Abo da lassen, Video teilen. Könnt ihr euren Freunden zeigen, teilen, liken und so weiter. Und mich anschreiben auf Instagram und TikTok. Mein Instagram-Name lautet Jana Schwanz Darmdar, mein TikTok-Name lautet Justus Darmdarer 13. Und das ist alles ein Hobby, was ich Freizeit mache. Und jetzt muss ich gehen und sage euch Wiedersehen. Alles ist gut, wenn wir mit sind. Justus over and out. ICTDC. Justus Game Over. Ciao. Und Patrick, bis zum nächsten Mal. Danke schön, passt wieder auf und. Alle, die dann Wochenende haben, schönes Wochenende und Rest, Schultag, schönen Arbeitstag, ja, schönen Tag. Was soll ich noch sagen? Es regnet. Es regnet. Und ich verstehe mich nicht. Ich bin so, ich bin immer nett, bevor nichts regnet. Und ich rede gerne, klar. Es gibt Leute, die sagen, ach, da regnet so viel Video. Hallo, ich rede allgemein gerne. Und wenn ich nur filme, ohne was zu reden, ist auch langweilig, oder? Ja, es tut immer stärker, als ich muss mal auch noch. Ciao, gut, Quatsch, du. Ich mache ein bisschen weiter, dann könnt ihr sehen, wie es regnet. Also, aber offiziell ist Schluss. Es kommt ein Bildervideo. Das ist Game Over. Ich lasse mich immer noch laufen, dass das anders sein könnte. Also, es hier wirklich regnet.
und dass das keine Verarschung ist. Ja, sag mal. Schaut doch mal an. Ziemlich eich. Boah, da muss ich jetzt zum Auto. Gottes Willen. Boah. Stellgang. Das ist einfach spezial. Extra Natsch. Ah, stimmt, da kriegen wir nichts. Wehme. Ja. Oh, es regnet. Oh, es wird immer schlimmer. Oh mein Gott. Ach, so Glück, mein Auto steht da. Mein Baby. Tür auf und rein. Oh, oh Gott, das will. Gerade so geschafft. Boah, jetzt ist alles zu schiffern, der hier. Ja, das sind die Gummidinger. Das sind die Pedalen. Und das kann man jetzt hier kaufen, einzeln, hat er gesagt. Das Teil ist die Blende und das ist die Blende hinten und das ist der Griff. Und das kann man einzeln kaufen, kostet zusammen 80 Euro, 85 Euro. Gut. Das ist Tito. Das glaube ich keine Abgeblüpste. Ja, ja. Jetzt regnet es hier. Das ist dein Sohn. Ja. Also Bilder bitte kommt jetzt. Just so and out. Game over. Es regnet. Hallo und herzlich willkommen. Manege frei für die fünf Freunde. Das erste Mal ohne Eltern unterwegs. Genial. Die fünf Freunde sind zurück. Ihr wollt wissen, was bei deinem Dreh. Timmy, zusammen sind wir die fünf Freunde. Aber nicht von Anfang an. Ich erkläre das jetzt mal. Julian, Dick und Anne sind drei Geschwister und sie fahren in die Ferien und besuchen ihre Cousine George. Eigentlich ein komischer Name für ein Mädchen. Und das ist Adina. George. Ich meine natürlich George. Ja, ja, aber so heißt sie nun mal. Auf jeden Fall kommen wir da an und George ist alles andere als begeistert. George, zeigst du den drei mal, wo jetzt immer ist? Und sie finden uns auch eigentlich richtig blöd. Ich finde nur blöd, dass wir das komische Essen von Tante Fanny essen müssen. Das mag ja noch nicht mal der Hund. Aber dann machen wir eine echt mysteriöse Entdeckung. Kommt, wir müssen richtig gut zusammenhalten. George merkt, dass die drei gar nicht so übel sind. Und das ist richtig schön. Und zusammen erleben wir ein großes Abenteuer. Und haben die besten Ferien unseres Lebens. Und das Beste, ihr könnt das sogar im Kino sehen. Wow. Fünf Freunde, ab 2012 im Kino. Fünf Freunde, das sind wir. Fünf Freunde, hey ho, hier kommen wir. Fünf Freunde, das sind wir. Wir sind genau die
Achtung! Freunde.